Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Birkenfeld Diego. Ja, heute ist es soweit. Heute kommen die Sojaböhnchens an der Reihe. Ja, ich sehe schon, ich habe schon wieder Ernteausfälle hier vorne. Es hat auch noch mal geregnet. Jetzt ist Gott sei Dank zwar noch diesig, aber es ist jetzt gut. Jetzt haben wir kurz ein bisschen hier an der Kante lang. Ein paar Stöppels haben wir stehen gelassen. Kann ich nicht hier mit der Spioniertaste? Okay. Weil das ist ja im Moment das, was zählt. So, ich kann auch Vollgas geben, merke ich gerade. Der ist, er hat gut zu tun. Hier scheint ordentlich was drauf zu stehen. Er ist am Wühlen, der kleine Mann. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob die Erträge reichen werden. Machen mal eben kurz sind das Feld los, also wir haben da Losmarken zugesagt im Plattdeutsch, ne? Losmachen, also ja, öffnen, das Feld öffnen, ich weiß gar nicht, wie man richtig sagt. Ne, hoch die Tassen, kannst du nicht hoch die Tassen? So geht doch. Oh, wir fahren auch knallhart rückwärts beim Nachbarn rein, ne? Ja, wenn die das hier von der Flurbereinigung alles so eng machen, ich kann da auch nichts dafür. Ne? Ich habe denen das gesagt, ich brauche hier mehr Platz. Oh, ah, so. Man muss leider immer einmal ums Karree fahren, sonst kriegt der Helfer Herzklappenabriss. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Oh, wir können aber ruhig ganz an der Kante fahren. So. Lass mal nach vorne gucken. Sehr schön. Auch diese Mod ist Gott. Ja. Und was ich auch vergessen habe, schon, ich habe es nicht oft genug gesagt, Global Company Script, Place Anywhere, super. Das ist ja mega, ne? Da hast du ja Möglichkeiten in Game. Das ist eine wahre Pracht, ey. Das sollten die zum Standard machen, dieses Skript, ey. Das ist wirklich Gott. Bock, muss ich hier Ernteausfälle haben, ne? Ich mache mir ja gut, kümmere mich aber auch nicht um Pestizide und so, ne? Ich hatte jetzt auch eigentlich gedacht, so vom... Also, ich war auf jeden Fall nicht zu früh mit dem Säen, ne? Ich habe eher... Also, ich war Mitte in der Säperiode quasi. Das müsste eigentlich... Hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel Ausfälle habe noch. Naja. Frisch gekalkt ist der Boden auch. Daran kann es auch nicht liegen. Guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, warum er diesen kleinen Feldweg, den nimmt er auch als ernsten Gegner, nimmt er den an, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Ja, auch viel kaputt gegangen wieder. Naja, gut, so ist das halt, ne? Das Leben ist kein Ponyhotel. Und ich sehe gerade kaputt, auch den Dreschkasten könnte ich mal in der Werkstatt fahren. Sauber gemacht habe ich, ne? Letzte Mal, nach der Rapsgeschichte, der sah ja aus, alter Vater. Da habe ich den erstmal komplett übergekerchert. Da war in der Werkstatt, bin ich wieder nicht gewesen. Ne? Eine Tankstelle habe ich mir auch noch platziert eben. Wollte ich tanken, habe ich ja schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich die Tankstelle schon nicht mehr habe. Hatte ich verkauft einfach, ne? Wie ich halt immer so drauf bin, ne? Ja, das Ding stand im Weg, ne? Weg, ne? Und dann habe ich aber gerade erst gemerkt, dass ich gar keine Tankstelle mehr habe. Es ist wieder so Diego gewesen alles hier. So, hier die Reihe ist noch wichtig, hier an den Bäumen. Und dann kann der Helfer gleich auch alleine weitermachen. Ich habe nämlich eben gesehen, die Mukus haben schon wieder 4 von 4 Mägen, hängen den unten auf der Klauen. Ne? Die liegen komplett plan unten auf dem Boden. Da müssen wir was tun. Ich glaube, die haben noch ein bisschen Silage, aber so viel ist auch nicht mehr. Und so wie ich das sehe, kann ich danach auch schon erstmal den LKW und den Überladewagen hier hinbringen, ey. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Ich muss mal einmal in die Außenansicht gehen. Puh. Dass ich den einmal richtig ausrichte. Ich habe doch auch die Kamera auf dem Joystick. So. Ja. Ja, das machen wir. So. Abfahrt. Der soll jetzt hoffentlich klarkommen. Oh, dass dieser Schneidwerkwagen aber auch sich komplett gedreht hat und mitten im Weg liegt, ne?
Dass der hier nicht abbricht, das wundert mich eigentlich auch, ne? Aber das haben die scheinbar... Aha. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Okay, dann setzen wir noch einmal hier aufs richtige Pferdchen. So, wir machen hier einen knallharten U-Turn. Können wir auch mal eben hochheben, bitte? Danke. Und wir greifen auch direkt wieder an. Ja, es war too much. Ne? Da ist so eine große Stelle schlecht geworden. Weiß auch nicht, ob ich da mit dem Saatgut nicht aufgepasst habe oder was. Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Dass da so eine Fläche schlecht wird. Oh, knapp gefahren auch wieder, Sir. Sir Diego. Wieder Leben am Limit. Diego spielt Landwirtschaftssimulator. So. Ich denke, er kommt klar, schreit aber gleich lauthals nach seinem Überladewagen. Was uns aber nicht davon abhält, erst die Kühe zu versorgen. Ja, hör mal, das Tier geht vor, ne? Dann muss der Helfer halt stundenlang am Acker rumstehen. Ist mir schnurzpiepen egal, ob der da rumsteht oder nicht. Die Tiere gehen vor, ne? So, was huppelst du denn hier so rum, Schatzi? Hier war, bin ich über irgendwas drüber gefahren? Oh, oh, meine Konsole ist gerade abgerutscht. Ich habe die so stylisch so auf die Ecke gesetzt. Wegen... Ach, umschalten? Ja, so. Ich habe die so stylisch auf die Ecke gesetzt, damit die so schön schräg da ist, aber dann darf man sich nicht mit seinen 850 Kilo draufstützen, ne? Boah, und was echt doof ist, wenn man vom hellen Monitorlicht dann in die Finsternis schaut hier, um auf der Konsole irgendwelche Knöpfe zu suchen. Da muss ich noch mal ran. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich im hohen Alter doch nochmal wieder anfange mit Konsole zu spielen, ne? Das war so nicht geplant. Gut, wenn ich jetzt öfter wieder mit der Konsole spiele, dann irgendwann kennt man die Tastenbelegung ja auch auswendig wieder, ne? Dann kann man da quasi blind hinlangen. Auch einmal den Mutterfischwagen, dann machen wir die Gabel runter. Ich weiß nicht, wie es im Kuhstall aussieht. Mit Platz und so, weil eben hatte ich natürlich schön den... Achso, das ist kein Cerion, ne? Das ist nur ein grün angemalter JCB, ne? Nicht, dass ihr nachher denkt, hä? Was ist mit Diego nicht in Ordnung, ne? So. Ja, das läuft alles sehr gut. Die eine Taste klemmt natürlich wieder. Die hat aber schon immer geklemmt. Früher hat mich das nicht gestört, da lag das Licht drauf. Oh, vom Schlepper gefallen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn haben. Ja, heute geht's. Manchmal klemmt die komplett, da geht die gar nicht. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal eine Ladung Mischfutter zu den Kühen bringen. Mega, Leute, mega. Also ich bin richtig aus dem Häuschen hier. Ne? Ich habe jetzt auch wirklich den ganzen Tag bis tief in die Nacht nichts anderes gemacht außer Birkenfeld. Ne? Alter, ich komme hier nicht rum, das ist zu eng hier. Ja, Laika, ich weiß, du hast das Ziel vor Augen, ich ja auch. Aber ich komme hier nicht rein. Was soll ich denn machen, Laika? Ich komme hier nicht rum. Es ist alles am Anschlag hier. Gott sei Dank. So, Laika, ich bin... Ach, wir sind alle tot, aber ich bin hier. Ja doch. Halten Sie an. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du der Knopf? Yes, du bist der Knopf. Wir fahren nochmal eben schnell raus aus dem Stall. Ach, Hilfefenster brauche ich eigentlich gar nicht. War das jetzt, weil ich das noch anhatte, oder? Ich weiß gar nicht. Wir müssen da ja nochmal eben einmal feucht durchwischen. Ich fahre auch schon mal hier rüber. Man sollte vielleicht den Frontlader, nächstes Mal stelle ich den Frontlader hier vorne hin. Dann habe ich da wenig Ärger mit. So, gucken, wo wir den Mutterfischwagen stellen wir hier vorne hin. Der ist ja Gott sei Dank akkubetrieben. Da können wir Gott sei Dank... Ah, jetzt klemmt die Taste. Hallo? Ah, danke. da können wir Gott sei Dank ja mit arbeiten, obwohl... ein bisschen gerade ziehen einmal. Obwohl er nicht angekuppelt ist, ne? Was ja auch eigentlich echt selten dämlich ist, aber naja. So ist Giants halt, ne? Selten... So, da hatte ich ja gerade was im Hals. Jetzt geht diese Taste nicht. So, verdammt nochmal. Wir müssen eben schnell aussteigen. Wir müssen rüberlaufen. Kann ich denn? Ich laufe mit Tastatur, das geht besser.
Trecker lass mal an. Komm, wir rennen. Wir rennen, wir rennen. Los, lauf, los, Susanne, Susanne. Wir brauchen einen Überladerwagen. Der Dreschkasten ist gleich voll. Wahrscheinlich bleibt er eh so stehen. Oh, ist noch nicht angekuppelt. Oh, wieder absteigen, anhängen. Oh nein. Nein, mache ich Gott sei Dank nicht. Mit dem Skript spiele ich Gott sei Dank nicht. So. Vollgas. Oh, das war auch ein bisschen holperig gerade. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht hinter mir. Boah, der geht aber auch wie die Pest, der Bock, ne? Alter Vater, was geht der, ey? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die ganzen Geräte, die ich hier mit 60 km/h über die Map schleife, und mehr teilweise sogar, ob die überhaupt dafür zugelassen sind, ne? Ey, ein bisschen schneller gucken hier. So. Andere Seite. Sehr schön. Geht doch. Ganz zärtlich. Ich hatte fast geblinkt. Habt ihr das gesehen? Vollgas. Jetzt richtig Schub geben. Und dafür brauche ich halt den JCB, ne? Diese feilgeraden Stücke. 70 km/h, Alter. Die Radlader hinten am Anhänger glühen so weg, ne? Mal gucken, ob da hinten Aufkleber drauf ist. Da steht bestimmt eine 40 drauf. Wenn ich Glück habe, steht da eine 40 drauf auf dem Anhänger. Ah, wahrscheinlich nicht. Ach, jetzt steht der alte Wagen hier im Weg. Ja, 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 ich bin im Anflug, als wenn ich es nicht gewusst hätte, ne? Wir müssen einmal beim Nachbarn durch den Bestand. Ja, wir gehen dann immer einmal im Jahr kegeln und dann wird das dann, ne? Da muss man halt sehen, dass man dementsprechend oft eine Runde gibt und dann... Wir verrechnen das ja, wir haben alles Problem. Er fährt ja bei mir auch auf den Acker, ne? Das ist halt alles knapp hier unten auf Birkenfeld, ne? Was willst du machen? So, mal gucken, ist der überhaupt... offen ist er ja, ne? Kann ich auch ein bisschen Kamera haben? Ah, andersrum. Dankeschön. Ich hoffe, dass das so passt. Halten Sie an. Sehr schön. Boah, das läuft ja, ne? Boah, was läuft das? So, du kannst die Optik auch schon wieder nach vorne machen. Du könntest eventuell auch mal kurz ein Foto machen davon. Ich habe ja lieber immer Fotos in Großaufnahme. Weil man dann halt mehr erkennt nachher. Aber gut. So, ja, jetzt den Anhänger hier hin, ne? Genau. Genau dich, Anhänger. Wir machen vorher schon mal die Plane runter, sonst vergesse ich... Ah, nee, wir können die Plane zulassen. Ich muss ja erst anhalten. Sehr schön. Boah, jetzt ist aber Action-Schmeckchen hier. Erst passiert hier tagelang nichts. Und jetzt geht's auf meine Ernte hier. Ja, man hätte das vorbereiten können. Ich weiß. Ah ja, das war klar, da habe ich ein Schild ignoriert. Ja. Lass mal gucken, dass wir hier halbwegs wie ein Mensch beim Jans vom Hof fahren. Ich meine, gut, dem ist es egal, ne? Der stellt mir eine Rechnung, ne? Dem juckt das ja nicht, ne? Boah, jetzt hier rum. Eigentlich würde ich ja, ich würde gerne rechts rumfahren, aber ich fahre lieber links rum. Das ist die Macht der Gewohnheit. Rechtsrum wäre eigentlich besser gewesen, dann über die andere Brücke, aber egal. Wir fahren jetzt hierher. Und auch den brauche ich hier mit 80 km/h über die Map. Einfach wegen den großen Distanzen. Ne? Das ist auch noch so das einzige... Warte mal, ich kann hier vorne schon... Ne, wir müssen... Ne, wir fahren... Ne, können auch hier rein, aber wir fahren noch einen weiter. Fahren dann in die Abkürzung durch den Wald, wenn ich sie finde. Wo ist die Abkürzung? Ach, erst über die Brücke. Und dann die Abkürzung durch den Wald. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Kohle da nachher hängen bleibt, ey, unterm Strich. Schon ganz aufgeregt, YouTube. Boah, aber immer dieses diesige Wetter, ne? Ich finde auch so, gab es nicht früher mal so eine Mod, irgendwas mit klare Sicht oder sowas? Es ist immer so ein Dunst im LS. Ich meine, gut, ich weiß, wenn man auch gerade im Sommer so guckt, man hat das nun mal, ne? Da ist allerlei Zeug in der Luft unterwegs, aber ach, in-game hätte ich es dann doch lieber so kristallklar, auch wenn es vielleicht unnatürlich wirkt, wenn das alles so kristallklar ist, aber irgendwie, ja, man hat hier so eine High-End-Maschine gekauft und hat so, ja auch, ich habe ja gestochen scharfe Bilder,
Nur halt im LS nicht, ne? Im LS habe ich alles nur so Brei, ne? Ist nicht so sexy. So, ach, oh, YouTube, das Video ist auch schon wieder zu Ende. Wieder hier beim Beet, mein Acker. Oh, wie? Was? Wir haben hier unbekannte Gründe. So, wir stellen uns hier mal ganz gelandet hier am Rand hin. Und hoffen, dass wir da gleich mit einem vollen Anhänger wegkommen. YouTube, wir gucken mal, was der Mähdrescher hat, aber nicht mehr in diesem Video. Dieses Video ist leider zu Ende. Aber es rockt richtig, ne? Also die Birkenfeld ist im Moment das Einzige, was mich in den LS treibt. Weil ich halt hier noch die Aufgabe habe, ne? Ich habe hier immer noch das große Ziel. Ich will einen Xerion haben. Ne? So. Diego ist draußen. Habt euch lieb.